Guten Morgen zusammen. Ich bin gefragt worden, ob man Aladdin-Hosen auch irgendwie selber machen kann, beziehungsweise ob das schwierig ist, die selber zu machen. Und ich habe vor einiger Zeit, also es ist schon ein paar Jahre her, habe ich ja mal eine Zeit lang auch genäht und habe mir auch selber Aladdin-Hosen genäht. Und ich dachte, also ich kann es euch jetzt nicht genau zeigen, wie man das macht. Ich habe keine Nähmaschine mehr da und wie auch immer. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch das einfach mal anhand eines Tuches, ja, weil das wirklich total einfach ist. Und zwar braucht ihr einfach ein Stück Stoff, der ja praktisch quadratisch ist, also 1,40 m mal 1,40 m, ja. Sagen wir mal, dieses Tuch wäre jetzt quadratisch. Dann faltet ihr einfach von Ecke zu Ecke, ja, ein Dreieck. Und zwar so, ja. Und somit ist eigentlich das Grundgerüst schon geschaffen, denn man misst dann einfach, ja, mehr oder weniger den nicht den Umfang, sondern die Taille von der einen Seite zur anderen Seite. Man könnte aber auch den Umfang messen und dann einfach die Hälfte nehmen, ja, und misst dann einfach hier oben, also von der Spitze des Dreieckes, misst man einfach dann von da nach da, wie viel es dann wäre, und schneidet das dann oberhalb ab. Ja, somit hat man hier oben dann eben das Teil, wo man dann reinschlüpft. So, ich mache das jetzt mal so. Sagen wir mal, jetzt wäre das so abgeschnitten, ja. So macht man das. Und dann ergibt das hier unten, das werden die Füße oder die Beine, ja. Und da misst man, da sollte man vielleicht auch einmal schauen, was man für ein Umfang hat. Ich weiß nicht, oder vielleicht kann man auch einfach, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich habe leider das Schnittmuster nicht mehr, aber es muss ja halt dann dein jeweiliges Bein da reinpassen oder du musst mit deinem Knöchel, mit deinem Fuß da durchkommen. Das ist bei jedem verschieden. Meiner ist recht zierlich und kannst du einfach auch den Umfang messen, wieder davon die Hälfte nehmen. Und ich meine, bei mir waren es irgendwie, ich habe irgendwie 9,5 cm oder so gemessen. Und dann schneidest du auf beiden Seiten, also an die Ecken, ab. Ja, hier. Und hier auch. Ja, somit ist eigentlich das ganze Teil schon fertig und muss nur noch zusammengenäht werden, beziehungsweise näht man einfach da Gummi mit rein. Und das macht man so, also man näht noch nicht das Ganze zusammen, man nimmt halt Gummis, also da gibt es ja extra welche, die man, so wie man halt mag, hier oben vielleicht ein etwas breiteres und, aber ich denke, ungefähr so, weiß ich nicht, 5 cm müssten auch reichen, das ist schon viel, ja. Was habe ich denn hier unten, guck mal, das ist echt, na, lass das 2 cm sein. Ja, das lege ich eigentlich, ja wie, Moment, vielleicht mache ich das, knicke ich das hier auch nochmal ein. Also so wäre das dann abgeschnitten, das ist jetzt das Bein, ja, so wäre es abgeschnitten, es ist aber noch nicht zusammengenäht, das bedeutet, ich lege das Gummi hier rein, also hier rein. Knick das dann einmal um, damit ich einen, sag mal schnell, einen Saum habe, ja, und nähe unten den Saum zu. Das Gummi mache ich dann mit Nadeln halt fest, dass es nicht verrutscht, ja, nähe dann hier einfach rundherum den Saum zu. Das mache ich auf der anderen Seite auch und das mache ich oben auch, ja. Dann kann ich das zusammen machen und einfach dann die Naht, also die Seitennaht von unten nach oben zunähen. Ich nähe das Gummi daran aber fest, ja, somit ist es dann fest.
und den Überschuss kann ich dann abschneiden. Das Ganze sollte ich natürlich auf links machen, denn wenn ich fertig bin, Moment, ich habe das jetzt falsch geknickt, das muss man sich natürlich dann so vorstellen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das gut erklärt ist. Das muss man natürlich dann alles auf links machen, auch mit dem Gummi. Das muss natürlich auf links gemacht werden, damit, wenn ich es dann umdrehe, natürlich die Naht dann von innen zu wäre. Ja, ich habe es nicht so gut mit, ich habe es nicht so mit Erklärungen und Beschreibungen, wie ich das mache. Gerade jetzt hier am Video ist das etwas schwieriger für mich, aber theoretisch ist das ganz einfach. Praktisch ist es auch ganz einfach. Also Aladdin-Hosen ist wirklich das Leichteste und jemand, der Näherfahrungen hat, der wird mich auch verstehen und der weiß das. Wie gesagt, man braucht nur ein quadratisches Tuch und da könnte man zum Beispiel auch einfach, ja, keine Ahnung, hier wie so ein Wandbehang nehmen, ne? Daraus könntet ihr euch dann eine Aladdin-Hose nähen. Das ist wirklich nicht schwer. Wenn es euch geholfen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht geholfen hat, dann schreibt es mir in die Kommentare. Oder auch wenn es euch geholfen hat, könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht kann ich das dann nochmal irgendwie besser erklären oder vielleicht finde ich auch ein Schnittmuster dazu. Eine Freundin von mir hat gerade erst auch selber eine Aladdin-Hose genäht. Aber es ist wirklich nicht schwer. Ja, das meiste ist halt einfach, man könnte auch einfach aus Stoffresten das machen. Ich habe zum Beispiel damals aus Vorhangstoff mir eine Hose genäht, die ich nicht mehr habe. Und aus Bettwäsche habe ich auch schon einmal eine Hose genäht, also das funktioniert sehr gut. Ansonsten, wenn man sich halt selber Stoff kauft, ist es halt also, ja, vom Preis her, weiß ich nicht, und der Arbeit weiß ich nicht, ob es sich lohnt, aber es macht auf jeden Fall Spaß und es ist ja auch schön, etwas Selbstgemachtes tragen zu können. Ich wünsche euch viel Spaß für den einen oder anderen, der Lust hat, so etwas nachzumachen. Oder vielleicht derjenige, der schon Aladdin-Hosen genäht hat. Vielleicht könnt ihr da unten ein Schnittmuster verlinken. Für diejenigen, die es nachmachen wollen oder wenn ihr da noch Tipps habt zur besseren Beschreibung, gerne her damit. Bis dahin und tschüss!